Hallo und herzlich willkommen zu Ingrid, dem Bitwig-Tutorial über das Grid. In dieser Folge geht es um Signaltypen, also Signal Types und Connections, Verbindungen. Aber legen wir doch einfach mal los. So. Und zwar, wenn man so einen Polygrid geladen hat, dann sieht man normalerweise das hier. Das heißt, hier existiert schon ein vorgefertigtes Patch, damit man gleich mal so ein bisschen Ton rausbekommt. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man da Ton rausbekommt. Ich mache jetzt hier das gerade mal insgesamt etwas größer. So richtig schön groß. Und das hat mit ein paar Faktoren nämlich zu tun. Und zwar gehen wir einfach mal auf die verschiedenen Signaltypen zu, die das Grid zur Verfügung stellt oder hat. An den einzelnen Devices sind jetzt so ziemlich alle Signaltypen vorhanden, die auf jeden Fall wichtig sind erstmal. Und zwar gibt es hier diese gelben Signaltypen. Dann gibt es diese violetten Signaltypen, die orangen Signaltypen, dann gibt es die roten Signaltypen und dann gibt es türkise, grüne Signaltypen und blaue Signaltypen. Das sind ungefähr alle. Und ich habe jetzt einfach mal in einer Übersicht aufgeführt, was diese Signaltypen alles sind. Nämlich die gelben sind die logischen Signaltypen. Das sind eigentlich immer solche Trigger-Gate, für so Trigger-Gate-Signale. Und zwar unterscheiden die eigentlich nur zwischen einem High- und einem Low-Value. Und der befindet sich immer zwischen 0 und 1. Und 0,5 ist dann die Grenze. Das heißt, alles unter 0,5 ist ein Low-Value und alles über 0,5 ist ein High-Value. Dann gibt es die violetten Signaltypen, die sind für die Phase, da gibt es ein eigenes Tutorial nochmal dazu für das Grid und die Phase. Und die Werte befinden sich immer zwischen 0 und 1. Dann gibt es das Pitch, die orangenen Signaltypen. Und die gehen auch von minus 1 bis plus 1. Und die 0, also Pitch, die Tonhöhe, die 0 ist in Bitwig das C3. Und die Range, also der Bereich, in dem das variieren kann, eben von minus 1 bis plus 1, sind 20 Oktaven. Das heißt, ich kann mit diesem Wert einfach 20 Oktaven hoch oder runter springen. Dann gibt es den roten Signaltyp und der ist meistens da, wo der Sound durchgeht. Das heißt, in Wirklichkeit geht ja nirgends irgendwo Sound durch, sondern eigentlich an allen Signaltypen werden bestimmte Werte, Wertbereiche durchgereicht. Und auch so ein Sound, so ein Sample ist ja im Prinzip nichts anderes als Werte, die durchgereicht werden. Und an diese Signaltypen schließt man normalerweise sowas wie Mixer, Filter oder mathematische Module an. Dann gibt es noch die türkisen, grünen. Im Handbuch wird es mit Türkis beschrieben, aber für mich ist das hier eher Türkis. Das könnte jetzt aber auch in meinen Augen liegen. Das ist für mich eher grün hier. Und die, achso, ihr seht das jetzt gerade nicht, ich zeige das gleich nochmal. Und das sind auch untypisierte Signale. Das heißt, alles was rot, türkis und unten blau ist, sind alles untypisierte Signale. Da können unterschiedliche Gerätschaften angeschlossen werden und entsprechend dann mit diesen etwas manipuliert werden. Aber das Ding ist einfach bei den türkisen Signalen, ist das so, dass die quasi ein Ausgang sind für sowas wie Hüllkurven, also Envelopes, Delays, Shaper und alles, was so den Verlauf eines Sounds beeinflusst. Und dann gibt es noch den blauen Signaltyp, der wird Secondary
Untyped genannt. Und zwar, wenn ein Modul einen zweiten, quasi einen zweiten roten Untyped Ausgang hat, dann wird der oftmals blau dargestellt. Und der wird dann so für solche Module wie das Merge-Modul benutzt. Aber gehen wir jetzt einfach mal wieder zurück in das Grid. Da sehen wir das jetzt nämlich wieder. Und zwar, hier ist der gelbe Signaltyp oder gelber Eingang, wo normalerweise Patchkabel reinkommen können. Das ist dieser Trigger oder Gate, dieser logische Eingang. Das ist hier die Phase. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Hier der Pitch. Dann haben wir das rote Signal. Hier geht der Sound durch, weil das ist ja ein Oszillator, der erzeugt die ganze Zeit Sound, auch wenn wir das nicht hören. Das liegt einfach daran, dass hier ein Hüllkurven-Device ist, das einfach sagt, okay, wenn ich keinen Trigger habe, dann kommt hier auch kein Sound durch, dann bin ich hier auf Null. Sobald ich einen Trigger kommt auch der Sound entsprechend der eingestellten Hüllkurve durch. Dann gibt es eben hier, das hatte ich vorhin versucht zu zeigen, als das Bild eingeblendet war, diese grün-türkisen Signaltypen, womit ich eben diese Werte, diesen Sound hier dann entsprechend auch weitergebe. Und dann gibt es noch diesen blauen Signaltyp und der würde jetzt zum Beispiel den Hüllkurvenverlauf, die Werte des Hüllkurvenverlaufs hier durch diesen Ausgang weitergeben. So, jetzt hab ich ja im Prinzip, ich zoome da mal so ein bisschen raus, jetzt habe ich ja im Prinzip hier so ein komplettes Patch, aber mir fehlen da eigentlich normalerweise ein paar Kabel. Und Bitwig geht hin und hat einfach so eine standardmäßige Verkabelung aktiv. Das heißt, ich habe hier sowas wie, wenn ich auf diesen Oszillator hier klicke, habe ich sowas wie Pre-Chords, also vorverkabelte Einstellungen, nennen wir es einfach mal. Theoretisch müsste ich jetzt hingehen und müsste zum Beispiel sagen, okay, ich brauche jetzt hier irgendwie zum Beispiel ein Gate-In, damit ich ein Signal schicken kann, damit ich zum Beispiel diese Hüllkurve triggern kann. Muss da noch ein Stückchen weiter rausgehen. Das schieben wir mal zur Seite, dann kann ich das hier so. So, normalerweise würde ich das jetzt hier hinpacken und dieses Hüllkurvenmodul, dieses AR-Modul, das hat auch wieder einen Pre-Chord mit dem Gate. Das ist dieses Symbol hier. Das ist dasselbe. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt, wenn es diese Pre-Chords nicht gäbe, müsste ich jetzt so einen Trigger hinsetzen, den gibt es ja nicht, und dann würde ich erst mit einer Taste einen Sound erzeugen können. Hätte ich das nicht und hätte auch diesen Pre-Chord nicht, kann ich hier auf den Tasten rumhauen und es kommt überhaupt kein Sound. Das heißt, das hier nimmt mir Bitwig ab mit diesem Pre-Chord und dann brauche ich diesen Trigger hier gar nicht. Und dasselbe gilt auch für so Sachen wie, wenn ich mit der Phase etwas machen möchte. Machen wir das mal wieder hier zusammen. Wenn ich etwas mit der Phase machen möchte, zum Beispiel, könnte ich hier so eine Phase anklemmen. So, und was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, so nebenher, ich habe das Modul hier rausgenommen aus dieser Modulübersicht und habe es jetzt einfach direkt auf den Eingang draufgelegt und Bitwig setzt mir automatisch eine Verkabelung hier hin. Das heißt, standardmäßig würde ich einfach so hingehen, das Ding hier hinpacken und dann nochmal hier das Kabel hierhin quasi liegen. Dann sieht man gleich, hier geht so eine Phase rein. Und damit von der Phase überhaupt ein Wert hier reinkommt, muss ich den natürlich dann auch aufdrehen. So, da hört man jetzt nichts, weil das gehört zu einem anderen Tutorial. Die Phase ist da etwas anders. Um ein Kabel wieder zu lösen, packe ich es einfach hier und ziehe es irgendwie auf einen freien Bereich und dann ist das Kabel wieder gelöst. Ich könnte auch, wenn ich jetzt dieses Kabel an einen anderen Anschluss ziehen wollen würde, einfach einen Doppelklick drauf machen. Dann halte ich das Kabel in der Hand und könnte es theoretisch hier hinpacken. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Kiste. Aber so kann ich zum Beispiel auch gerade, wenn mehrere Kabel an eine Sache gehen, nehmen wir hier zum Beispiel das Pitch, machen wir das hier auch hin, okay, das geht nicht doppelt,
Egal, dann könnte ich das einfach hier so rumschieben. Dann würde dieser ganze Kabelbaum, der hier so rein endet, könnte ich an einen anderen Eingang hier ran schieben. So, das mit dem Gate haben wir jetzt ja gerade geklärt, dass das ein Precord ist. Das steht auch immer schön hier drüben im Inspektor. Und mit dem Pitch ist es ähnlich. Ich habe hier auch wieder so ein Symbol, wie hier das Gate zum Beispiel. Und da müsste ich normalerweise jetzt hier so einen Pitch-Device nehmen, hier direkt verbinden, das dann ausmachen und hier sagen, okay, alles, was ich jetzt hier an Taste klicke, das übernehmen wir auch in der Pitch-Höhe. Mache ich das nicht, lasse ich das auf 0, kann ich, egal welche Taste ich jetzt drücke, wird der Pitch nicht als Wert übernommen, sondern einfach nur, dass überhaupt ein Pitch reinkommt. Beziehungsweise, das wäre völlig egal, der Pitch, der Trigger kommt ja hier rein und der Oszillator macht an der Stelle gar nichts, weil ich gar keine Pitch-Informationen bekomme. Dieses Precord habe ich ausgemacht und den habe ich nicht verbunden. Das heißt, egal welche Taste ich drücke, passiert nichts. Wenn ich den hier verbinde, passiert wieder nichts. Ich muss einfach nur sagen, reagiere mir auf diese Pitch-Einstellung, auch mit den unterschiedlichen Werten, die von den verschiedenen Tasten kommen. So, aber standardmäßig brauche ich ja das hier nicht. Ich kann einfach den Precord nehmen und sehe dann auch hier Pitch, Precord, Gate, Precord. Und ich habe hier einen Phase-In, den ich im Moment noch nicht brauche. Und so kann ich ohne viel Verkabelung, im Endeffekt haben wir jetzt hier zwei Kabel gezogen, beziehungsweise war von Anfang an dabei. Eins geht von dem Oszillator in den Envelope-Generator raus und ein geht von dem Envelope-Generator in den Output raus, also in die Box, in die Kopfhörer. So, jetzt haben wir die ganzen Signaltypen besprochen und auch wie man Kabel hier zieht. Und dass es Precords-Kabel gibt. Und jetzt gibt es noch, wie man das von Bitwig her auch von anderen Bereichen kennt, gibt es jetzt noch die Wireless Connections. Das heißt, ich könnte jetzt diesen Envelope Wireless hier mit zum Beispiel dem Oszillator hier modulieren. Das heißt, was ich hier einstelle, wird automatisch hier übernommen. Nehmen wir hier mal das Fold. Und jedes Mal, wenn der aufgeht, das heißt, ich habe nicht nur Precord und ich habe nicht nur normale, normale Kabelverbindung, Patch-Kabelverbindung, sondern ich habe noch Wireless, eine Wireless-Verbindung im Endeffekt. So, das war's an der Stelle mit den Signaltypen. Das sollte man sich so ein bisschen einprägen, beziehungsweise immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es diese verschiedenen Signaltypen gibt. Zu den einzelnen Signaltypen werde ich dann auch noch mal, also gerade zur Phase werde ich noch mal ein eigenes Tutorial machen, weil das ziemlich wichtig ist zu verstehen, denn die Phase ist sowas wie der Zeitgeber. Den sollte man richtig, einfach richtig von Grund auf nochmal verstehen oder einfach nochmal wiederholen, wenn man mit dem Grid überhaupt anfängt, damit man so die verschiedenen Konzepte dahinter versteht von den Phasen, von den Triggern, also diesen ganzen Logic-Modulen. Die Pitch ist ja relativ einfach und ja, die untypisierten Signalausgänge und so weiter sind eigentlich auch relativ einfach. Man muss es nur mal richtig sortieren. Und ja, alles Weitere ist dann einfach nur noch aufbauen darauf. Ich hoffe, das war so ein weiterer kleiner Einblick in das Grid, der euch so ein bisschen weitergeholfen hat. Wenn ja, dann lasst einen Daumen da, ein Abo da, die Glocke da. Nee, nehmt die Glocke mit. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.